Ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Let's go. Mach wieder. Danke. Zeit zu gehen. Erschreckend, wie schnell die das Laden funktioniert jetzt immer ist. So. Demnächst rechts ab. Wir haben jetzt noch etwas mehr als 800 Kilometer vor uns. 500 Kilometer. Bitte weiter. Etwas weniger. Digga, das ist eine Steigung, ey. Holy shit. So. Vorne kommt wieder diese komische Stelle, wo es immer zwei- und einspurig wird. Ich mag das Gebiet nicht. Es widert mich an. Ja, 25 Stunden Restzeit. Lol.
Also würde man sagen, sobald es dunkel geworden ist, also einigermaßen dunkel wird, kann man dann pennen gehen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Ja. Nimm diese Ausfahrt. Ich sollte vielleicht bei so kurvenreichen Straßen auf die Straße gucken und nicht irgendwo, irgendwo anders hin. Ah Gott, nämlich als ich gerade so nach links gezogen bin. Geguckt, ob meine Auflieger all diesen Betonblöcken vorbeikommen. War vielleicht keine so gute Idee. Weil eigentlich war meine Idee für eine Schirm schon weit nach links auszuscheren. Halt schon auf die andere Fahrbahn rauf. Damit ich dann in dem Kreisverkehr schön eine Rechtskurve ziehen kann und dann perfekt in die Ausfahrt rein. Driften kann. Ja. Doch, dann wurde auf einmal ein Schild. Dumm gelaufen. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt.
Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich hatte doch Vorfahrt, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Glaube ja. Ich weiß keine Ahnung. Gut. Entschuldigung. Ich hatte auch Vorfahrt diesmal. Also ganz klar. Gut, die Häuser da hinten sehen sehr nach Lego aus. Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen geschnitten, kann das sein?
Bitte rechts halten. Nimm die Ausfahrt rechts. Raststätte, endlich. Den Tank brauchen wir nicht. Aber werde ich mir zu groß hierfür? Muss ich wieder abkoppeln, ne? Ja gut! Oh! Jawohl, ja! Ach verdammt, ich wollte doch die andere Schuhe. Ach verdammt. Das war ja dumm. Ich wollte doch schon im Kreis fahren. Nee, nee. Seht ihr? Ist immer noch, wenn man jetzt den Tunnel anguckt, dass es immer noch hinten heller wird, ne? Trotz Fahrshadows. Also es gibt Fahrschatten dort, aber man merkt halt immer noch, dass es dumm ist. Also kann man nicht anders beschreiben, ja. Ist einfach dumm. Ich meine, es ist ja dunkler als Sonne. Das heißt, das Spiel weiß, dass da Schatten ist. Warum macht es nicht gleich einfach komplett dunkel? So, es macht halt einfach keinen Sinn.
Wir haben einen Flackern, ganz schön bei dem Auflieger. Ich hätte echt gedacht, dass wir das noch in der Folge schaffen. Noch 40 Kilometer. Mache ich über die nächste Folge. Von daher fühle ich mir Sorgen. Bis dann.